Herzlich willkommen im Wunderland Kochstudio. Ihr kennt das vielleicht, die Feiertage kommen näher oder der Öffnungstermin und ihr habt immer noch 65 Quadratmeter südamerikanische Anlage zu bestücken mit Tieren, die es einfach gar nicht zu kaufen gibt im 1:87 Maßstab. Was macht man da? Genau, man bereitet selber zu. Wir waren ganz frisch auf dem 3D-Druckmarkt, haben uns hier eine Tüte Bio-Lama besorgt. Ja, das kommt hier an, noch mit Stützmaterial. Das muss natürlich für einen guten Braten rausgetrennt werden. Ich zeige euch das hier ein bisschen. Also ganz vorsichtig einfach mit der Klinge hier an diese Kontaktstellen gehen. Und dann ist es immer relativ schnell erledigt. Und dann gibt es hier einmal schön den Filetschnitt und dann trennt ihr das hier raus. So, und wenn es einigermaßen gelöst ist, dann ist der Trick einfach mit den Händen, zack, ist es raus. Okay, bevor es losgeht, wollen wir noch mal ganz kurz über das Rezept sprechen. Wir haben hier einmal unsere 200, 250 Gramm frisches Bio-Guanaco-Fleisch, eine Airbrush, ein kleines Gefäß, um ein bisschen die Sachen drin aufzubewahren, verschiedene Soßen, einmal was im Beige für den Grundton, hier das Rotbraun ist so für das obere Fell und das Weiß benutzen wir nachher zum Trockenbürsten, um ein bisschen die anderen Farben vielleicht aufzuhellen. Dann unsere Spezialsoße, die kommt nachher komplett einmal drüber, um die Kontraste so ein bisschen anzuziehen, ein scharfes Küchenmesser, ein Schneebesen und wir haben hier natürlich nochmal unseren Slow Cooker. Den braucht ihr zu Hause nicht unbedingt, aber uns hilft er einfach, um hier jetzt diese große Menge zu bewältigen. Wie in einer guten Kochshow habe ich natürlich was vorbereitet. Ihr müsst euch jetzt nicht hier angucken, wie ich 70 oder 80 von diesen Dingern entgitter. Hier haben wir eine ganze Dose voll. Oh, brauchen wir nicht. So, da packen wir den einen noch mit da rein. Und das kommt jetzt hier in unsere Schleif- und Poliermaschine. Dafür will ich einmal den Deckel öffnen. Als nächstes gebt ihr hier die Bio-Lamas schön rein in den Slow Cooker. Alles wieder fein verschließen. Und einfach 24 Stunden warten. Schauen wir mal, ob sie schon durch sind. Das sieht ganz hervorragend aus. Die werden richtig schön braun nachher im Ofen. Gut, ich glaube, wir haben soweit alle. Vielleicht verstecken sich noch ein, zwei, aber ist okay. So, als nächstes müssen wir die jetzt natürlich noch von diesem Schleifmittel befreien, so ein bisschen. Dafür nehmen wir einfach einen trockenen Pinsel und dann werden hier alle so ein bisschen abgebürstet. Und das wiederholt man jetzt einfach. Für euch zu Hause fällt dieser Arbeitsschritt wahrscheinlich natürlich weg. Wenn ihr so ein Gerät nicht zu Hause habt, ist überhaupt nicht schlimm. Geht auch ohne, kein Problem. Als nächstes kommen die kleinen Lämpchen hier auf so ein beidseitiges Klebeband. Einfach damit die ein bisschen besser zu handeln sind, weil die sind natürlich sehr klein. Die kann ich so zum Anmalen nicht festhalten. Also setzen wir die hier einmal aufs doppelseitige Klebeband. Genau, und jetzt haben wir die einmal so. Jetzt als nächstes müssen die grundiert werden und dann kommen die direkt im Backofen, werden richtig schön braun, knusprig, gebacken. Vielleicht eine Dreiviertelstunde bei 220 Grad bis zur gewünschten Bräune natürlich fertig backen. Da gehen wir jetzt einmal hin. Leute, guckt euch diese Bräunung an, diese Knusprigkeiten, Schockgesell. Aber kurz Spaß beiseite, macht das bitte zu Hause nicht nach. Das war natürlich jetzt ein Witz. Also sind jetzt im Endeffekt fast fertig. Jetzt nochmal einen kleinen Schwung oder ein bisschen Granieren, Trockenbürsten mit ein bisschen Weiß, um nochmal Highlights reinzukriegen. Und dann sind die Dinger fertig für die Anlage. Einmal den Pinsel hier und dann richtig trocken ausbürsten wieder. Ich probiere das immer ganz gerne ein bisschen auf der Haut aus. Und wenn das nämlich nicht in die Falten geht, dann passt das immer schon ganz gut. Dafür nehme ich die wieder in die Hand, weil es geht hier wirklich nur ein bisschen um diesen unteren Fellbereich. Wir haben die Modelle nämlich auch irgendwie ganz schöne Details. Die wollen wir ein bisschen noch zeigen. Genau, und dann habt ihr hier eigentlich jetzt ein schön fälliges, flauschiges Lama oder Guanaco, je nachdem wie ihr wollt. Und dann sind wir auch fertig. Jo, und das wiederholt ihr einfach dann so lange, bis ihr entweder keine Lamas mehr habt oder die Anlage voll ist.
So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt bei der Sache und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.